Hallo, und da bin ich auch wieder. Was Interessantes gefunden habe ich nicht, vor allem keinen Ausgang, nur einen Haufen Lava. Spitzhacke ist jetzt auch kaputt. Ich habe mich dort hochgebuddelt, bis mir Lava entgegenkam. Dann habe ich mich dort entlang gebuddelt, einfach nur geradeaus, kam mir auch wieder ein Haufen Lava entgegen. Das ist allerdings unsere gesamte Ausbeute. Nicht schlecht, aber könnte besser sein. Deshalb machen wir was anderes. Und zwar, gerade weil das der Nether ist, habe ich mir gedacht, wieso stelle ich mir dort nicht einfach einen Chunk Loader auf? Den ich nicht habe. Den man sich aber bauen könnte. Ja, könnte wollen auch definitiv. Dann sicheres Craften. Dafür brauchen wir also drei Diamanten, ein Obsidian-Block. Dahin. Dahin. Ein Buch. So, Buch. Haben wir hier noch irgendwo ein Buch? Ein Buch. Nein, haben wir kein Buch. Das heißt, wir brauchen ein Buch. Wir brauchen also ein Leder. Menüllen habe ich auch keins mehr. Also brauche ich jetzt erstmal. Dich Leder besorgen und gleich gegrilltes Fleisch. Mobs sind zwar nach wie vor nicht an, aber ich hoffe, dass es da drüben noch Kühe gibt. Dum, dum, dum. Auf jeden Fall einen Haufen Fledermäuse. Suche ich nicht. Da hinten ist unser Chocobo immer noch. Okay. Gut, dann machen wir es uns jetzt leichter. Wir machen eine Besichtigungstour. Zwar gibt es dort hinten eine Stadt. Ups, Leck. Und ich erhoffe mir, dass sie in dieser Stadt Leder haben. Ein paar Sachen werden sie dort haben. Da gibt es ein NPC-Dorf. Das wird, ich glaube, durch Better Dungeon wird diese erstellt. Ups. Und da ist vorbei. So, und da sind wir auch schon wieder. Minecraft ist abgestürzt. Das kann passieren bei dem ganzen Mods, dass mal der Arbeitsspeicher ein bisschen, ja, voll läuft. Und wenn er zu voll läuft, dann sagt er halt tschüss, mach deinen Scheiß selber. Auf jeden Fall sind wir immer noch unterwegs zu diesem Dorf. Und das dürfte, ja, das ist ein bisschen arg weit weg. Unterwegs gibt es auch noch eine Pyramide zu sehen. Und mit etwas Glück gibt es auf dem Weg dorthin auch Leder zu finden. Ich glaube, ich sehe da vorne schon Kühe. Ich hoffe, dass das Kühe sind. Nein, du bist ein Schaf. Schiss. Das lasse ich nicht zu. Die hier werden wir auch noch früher oder später brauchen. Schön zu wissen, wo die hier stehen. Bis man sie braucht, habe ich es eh wieder vergessen. Muss ich gerade kurz schauen, ich muss darüber. Ja, oh, da sehe ich schon mal Zuckerrohr für Papier, das ist gut.
Denn das können wir definitiv gebrauchen. Und da oben sind Kühe. Juhu, dann haben wir schon mal unser Leder für Bücher. Spätestens bei den NPCs hätten wir eh Bücher gehabt. Wieso steht ihr da oben? Wie ich das Geruckel hasse. Ja, eine Kuh schätzt da unten. Das könnte man hier von wegwerfen. Die 19 Netherrack braucht kein Mensch. Komm her, komm her. Ja doch nur ans Leder. So, dann haben wir jetzt unsere Kuh. Weiter geht's zum Dorf. Ups, ich habe ganz vergessen, auf Start zu drücken vom Timer. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie lange ich hier schon bin. So. Und hier kommt ein ziemlicher Wasserweg. Den habe ich irgendwie gar keinen Bock. Geht aber nicht anders. Denn ich war zu blöd, meine Taschen zu leeren. So, aber wir machen uns dort einen Wegmarker hin. Sprich, ihr müsst euch das jetzt nicht antun. Ich mache jetzt hier einen kurzen Cut und blende wieder ein, wenn ich am Dorf bin. So, da sind wir wieder. Und da ist die Pyramide. Bei der war ich schon mal offline, habe mich mal durchgebuddelt, weil ich wissen wollte, ob es da mehr gibt. Aber da ist die ist einfach nur Sandstein hochgebaut. Ganz oben allerdings sind Eisenblöcke und ein Monster-Spawner für Pharao-Skeletten und so weiter. Ich glaube, das ist unterschiedlich. Also da ist auf jeden Fall für einen Pharao-Mob, den ich nicht kennenlernen möchte. Ist mit Sicherheit einer dieser Supermobs. Hier hätten wir dann Kaktus. Und da vorne ist schon das Dorf, beziehungsweise die NPC-Stadt. Und ja, das ist eher so ein bisschen ein richtiges Dorf, kann man sagen. Besser aufgebaut, eigentlich. Aber naja. Das sehen wir dann, wie das Ding aufgebaut ist. Ich habe hier schon mal die Straßen korrigiert, deswegen sind und Löcher zugemacht. Deswegen dürfte, wenn das das ist, ich glaube, nein, das ist das nicht. Das ist auf der anderen Testwelt gewesen, so wie es aussieht. Weil hier laufen sie frei rum. Ich habe die dort alle im Zaun eingesperrt gehabt. Ich will mich jetzt hier aber auch nicht durch die Wand buddeln müssen. Hier ist irgendwo, soweit ich weiß. Loch. Naja, dann ist jetzt gleich. So. Ja. Gott.
So. Mal schauen, hier müssten überall irgendwo Kisten stehen und ja. So. Damit ich, einfach nur damit ich das doch hier. Ja, doch, das lasse ich so. Egal. Zwischen gucken wir mal, was nicht schlecht. Das sind Eisengolems. Hier ist in fast jedem Haus. Achtung, Moment, erstmal einen kurzen Cut.